Ich nehme aber keinen Karton mit Waren, sondern wir nehmen wieder hier so einen. Der ist am größten, ne? Das kann ich wahrscheinlich nicht richtig sehen, aber war doch hier, oder? Ich jetzt hier hochgehe und noch höher springe. Ich hatte es ja geschafft, da drauf zu kommen, ne? Da, jetzt, hopp! Jawoll! So. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Supermarket Simulator. Und wir haben beim letzten Mal nicht nur für teuer Geld hier die nächste Erweiterung gekauft. Nein, wir haben auch so eine Tiefkühltruhe gekauft, die hier komplett leer ist. Da muss ich ja auch noch zuweisen, sehe ich gerade. Und wir haben noch eine Lizenz geholt. Jetzt muss ich die neuen Produkte natürlich auch einbauen. Oh, jetzt darf ich aber nichts vergessen. Ich hatte also die Pizzas. Hier. Moment mal, ich mache jetzt erstmal Folgendes. Da kommt nämlich sofort einer angelaufen. Momento. So, wo sind sie denn? Einstellen. Ihr müsst jetzt erstmal aufhören, irgendwelche Dinge zu machen. Wenn ihr mir jetzt dazwischen griffelt, dann geht nachher gar nichts mehr. So, also. Die Pizzen hier. Wir haben hier Pizzen. Weißt du was? Wir bauen hier richtig um. Wir bauen hier so richtig um. Guck mal. Das Dingelchen hier, ne? Passt doch bestimmt auch wunderbar dahin. Warte mal, die stand da auch sowieso ein bisschen doof. Stellen wir mal dahin. Und dann kommt die hier. Dahin. Kriegen wir die noch da in die Ecke? Die hier meine ich. Guck mal. Ja, guck mal, machen wir die da in die Ecke. Das geht doch so, ne? Na ja, klar. Ich weiß noch was Besseres. Wenn wir die da ranstellen, würde das passen, dass die dann so da rankommt? Das ist ein bisschen eng hier. Warte mal, ich will mal was versuchen. So, das ist das Naheste. Und jetzt das Weiteste nach da. Ist so. Und dann hier. Ah, nee, da geht nicht. Guck mal, hier würden sich schon überschneiden. So viel Platz müssen wir da lassen. Das ist jetzt doof. Dann machen wir das halt so. Eine Eckgefriertruhe haben wir nicht, ne? So, enger geht's leider nicht, aber gut. So, pass auf, dann würde ich sagen, nehmen wir die Kisten hier raus. Die Pizzen. So. Und packen die hier rein. So. Und die Pizzen daneben. Oh, gehen sogar noch mehr? Nö. So. Da haben wir doch hier noch die, pass auf. Dass ich das immer mit dem Karton machen muss, ne? Das ist immer ein bisschen... Aber da wollen sie, glaube ich, auch dran arbeiten. Ach so, jetzt geht das nicht. Weg damit. Ja. Das ist besser. Pizza, Pizza, das Zeug, McCain. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn noch an TK-Zeug hier? Das sind die. Da ist nichts TK. Hier? Ich weiß gar nicht, wo das hin muss. Das könnte TK-Ware sein, aber das werde ich sehen, wenn ich jetzt versuche, das hier reinzupacken. Ah ja, siehst du?
Ja, geht da noch mehr rein. Noch ein bisschen aufräumen. Hier war noch einer, ne? So. Da haben wir noch ein paar Pizzen liegen. Da haben wir noch einfach frei für TK. Ich habe jetzt TK noch. Das Eis, das weiß ich wohl hier. Und dann, das war alles, ne? Flutschfinger. Hm. Passt das ganz rein? Nee. Aber das ist so in Ordnung, würde ich sagen. Erstmal, wenn ich merke, dass das hier leer wird, dann muss ich eben mal noch truhenmäßig erweitern. Gut, pass auf, ich schmeiß euch das hier auf den Boden und dann mache ich euch an. Aber warte mal, haben wir doch schon alles? Das ist neu. Oh, jetzt muss ich aufpassen, ich kann nichts vergesse. Hier, jetzt müssen wir die Ketchups alle noch unterbringen. Einmal Ketchup, muss das eigentlich im Kühlschrank? Nö, ne? Brauchen wir noch Platz? Ich will immer hier in die Ecken, aber das geht ja gar nicht. Hier haben wir eher so Reinigungsmittel. Deswegen lassen wir das mal hier noch frei. Dann würde ich sagen, wäre das am besten hier aufgehoben. Ich würde sagen, ich mache da oben was. Hier drei und da drei. Ja, mal gucken. Tja. Nochmal holen. Ich wollte drei. Ich denke mal, das macht auch Sinn. Hm. Ja. So, dann haben wir noch Pommes Frites Mayo. Genau. Kann ich da, glaube ich, auch werfen, oder? Nee, kann ich nur fallen lassen. Werfen geht nicht, oder? Das könnte ja auch mal ganz witzig sein. So. Ne? Das ist doch gut. Ich glaube, damit kriegen wir das genau voll. So. Und der noch. Ach, die Preise. Ah. Muss ich ja auch noch mich drum kümmern. Haben wir jetzt alles, den Lachs? Hier ist nichts Neues beigekommen, ne? Das war ja nur hier. War hier noch was? Nee, ich glaube, das war alles. So, dann können wir mal gucken. Kann ich das am besten von hier aus reingehen? Geht das? Muss jetzt ganz unten sein, ne? Hier stehen schon Preise drin. Hier haben wir angefangen. 9,94,99. Dann haben wir hier, der ist schon teurer geworden. 3,90. Dann hier 4,90. 3. 10, 10. Und 8,30. So. Ist da noch was gewesen? Nö. Hier ist noch was. Aber das haben wir doch schon geändert, ne? 5,30. Jo. Jo. Jetzt haben wir die Preise alle richtig stehen, oder? 10, 10, 3,90. Wieso ist das so teuer? 10, 10? Und da 3,90? Wer macht denn die Preise? Hier sind die Preise dran. Da auch. Dann würde ich sagen, lasse ich jetzt erstmal die Jürgens. Ich hoffe, die
gehen jetzt auch hin und räumen erstmal auf. So, gucken wir mal. Naja, so ist recht. Jeder einen Karton. Ja. Ja, und wegräumen. Genau. Jetzt müssten wir hier noch eine Lampe hinmachen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, bestelle ich erstmal so ein Lämpchen. Ein Lämpchen. Möbel. Scheinwerfer. Reicht einer? Muss reichen. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Geld. Guck mal, 9,2. Hoffentlich kommen wir aus. Ey. Wir haben ja auch wieder ein paar mehr Waren. Da muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. So, erstmal den dahin. Kostet dann mehr Strom wahrscheinlich, ne? Ach ja, ihr seid fertig mit dem Einräumen hier. Das ist alles fertig, bis auf die neuen Waren. Da wird noch vielleicht ein bisschen fehlen. Obwohl, nee, doch hier. Das heißt, hier muss ich noch mal bei den beiden muss ich einen extra machen. Und zwar da und da. Und dann gehen wir den normalen Weg, so weit wie wir kommen, bis die Kohle weg ist. Einen, zwei, zwei. Mal gucken, ob wir auskommen, ne? Eins, zwei. Hä? Das nicht. So, vier und davon einen. Kriegen wir schon. Was haben wir jetzt? 32, 1, 2, 3. So. 4. Die können sie wieder durch die Wand schmeißen hier. Hier ist nur ein Fach frei, ne? Was sagt die Kohle eigentlich? Oh, ich fange ja quasi wieder bei Null an, ne? Nicht ganz bei Null, aber mal gucken, wie das ausgeht. 4, 2, 3, wo hier alle? 1, 2, 1, 2. Ich erschrecke mich immer, wenn die mir so vor die Nase laufen. Ja, guck, haben wir die Regale schon durch. Fangen wir vorne an oder hinten? Das ist eigentlich egal, ne? 3, 2, 2. Oh! Nicht aufgepasst. Jetzt ist schon die dritte Bestelleumel dran. Hier haben wir jetzt noch ein. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Aber wenigstens hupt der. Hat man das nicht ins Nirvana bestellt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. War nicht. Wenn manche sagen, oh, warum machst du das denn? Da erstmal warten, wie viel davon verkauft wird. Scheißegal hier. Hier wird gekleckert und nee, geklotzt und nicht gekleckert. Und dann ist die Kohle weg und nicht von allem was bestellt. Und dann siehst du, das hast du jetzt davon. Jo. Noch geht's. Hier sind wir schon durch. Guck mal. Ja, siehst du. Das läuft schon.
1, 2, 3. Warte, du musst halt 1, 2, 3, 4, ne? Und hier haben wir 3. So. Ich glaube, wir sind fertig. Und haben noch 2657 Euro über. Ja, wunderbar. Jetzt wird wieder eingeräumt. Boah, was Berge. Wird jedes Mal mehr, ne? Tomato Ketchup. Ach, Tomato Ketchup haben wir da nicht auch hier? Ne, das ist der da oben, der ist voll. Da, di, da, di, da, di. Schön gemütlich hier. Nochmal. Heinz Tomato Ketchup. Das ist die super teure Mayonnaise. Wo haben wir die hingepackt? Hier. Barista. Und wieder der Cappuccino. Und Käffchen hätte ich auch noch Bock. Gucken, ob mein Magen das mitmacht. Ich muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Kaffee. Dann kann ich mal leicht Magenschmerzen kriegen. An manchen Tagen darf ich da nicht so viel von trinken. Mal gucken. Zu naschen habe ich ja nichts. Doof. Na, da rein. So. Das ist das. Ja, das sind 6, also das sollte reichen. Kati! Kati? Dahin. Grüner Tee gehört dahin. Nochmal Ketchup. Ich denke mal, dass ich früher oder später dann schon hier einige, wo ich zum Beispiel habe hier 6, das sind 12 Kisten, ne? Dass ich dann sage, okay, nur einfach und dann ist ja ein bisschen Umbau hier, das werde ich bestimmt mal machen. Wenn das voller wird noch, aber bis jetzt kann ich das ja erstmal so lassen. So, Seelachs. Das sind die, ne? Ja. Oh, nochmal Heinz. Heinz. Heinz, Heinz, Heinz. Ja, ich habe da ja das ganze Lager vollgestellt. Bestellt. Da muss das natürlich jetzt auch. Heinz Tomato. Tomato Lix gibt es auch. Ne, ist ein YouTuber. Der macht immer so Selbstexperimente. Ganz schön gewagt, wie ich finde. Manchmal. Der versaut sich noch seine Gesundheit damit. Wenn man sowas mal macht, aber das ist ja dauernd, dann macht er, ich nehme dieses Rauschgift und dann nehme ich jenes Rauschgift und dann nehme ich einen Giftpilz und dann mache ich dit und die, also das ist, irgendwann kriegt er noch seine Rechnung dafür. Habe ich manchmal so den Gedanken. Ich weiß es nicht genau, aber soll bloß vorsichtig sein. Und das nur für Klicks, ich weiß nicht, ob das gut ist. So. Fisch. Fisch. Heinz. Sollen wir noch ein bisschen Blödsinn machen gehen? Stehst du da jetzt und weißt nicht mehr? Nee, er macht richtig. Das wäre natürlich dann schon doof. Komm, wir gehen ein bisschen Blödsinn machen. Was ist das denn hier? Hat die vielleicht noch kein... Warte mal, wo gehört das hin? Doch, hier. Ja, alles gut. Alles gut. Da, di, da, di, da, di. Vielleicht schaffe ich hier jetzt irgendwo rauf. Da ist kein Baum, das ist schade. Aber das hatten wir ja da drüben schon versucht. Das ist das gleiche Gebäude. Da können wir ja nicht rüber. Vielleicht geht es ja bei so einem Schrägdach besser. Aber da müsste man erstmal drauf kommen. Wo war das, wo ich drauf kam? War das hier, ne? Aber dann konnten wir nicht die Leiter hochgehen. Und wenn ich einen Karton mitnehme? Was ist, wenn ich jetzt einen Karton mitnehme,
da nochmal auf den Balkon komme, da auf den Balkon steige. Vielleicht geht das ja. Ich nehme aber keinen Karton mit Waren, sondern wir nehmen wieder hier so einen. Der ist am größten, ne? Das kann ich wahrscheinlich nicht richtig sehen, aber war doch hier, oder? Ich jetzt hier hochgehe und noch höher springe. Ich hatte es ja geschafft, da drauf zu kommen, ne? Da, jetzt, hopp! Jawoll! So, und jetzt den irgendwie. Ich kann ja hier nicht hoch. Ich kann hier gar nicht springen. Wenn ich jetzt hier die Leiter hoch will, kann ich auch nicht springen. Und wenn ich das jetzt ablegen will hier. Nee, das geht ja nicht. Mach mal zu wieder. Da kann ich den hin tun. Mach ich doch mal. Wenn ich jetzt da drauf gehe. Nein, dann fällt er runter. Och nee. Das ist alles nicht so einfach. Ah. Die Stelle wieder finden. Hopp. So, jetzt nochmal ein Versuch. Oh, dieser Baum nervt jetzt natürlich hier das ganze Gestrüpp. Guck mal, da kann ich ihn jetzt hinstellen. So, wie ich jetzt hier draufstellen will. Es geht nicht. Weil ich hier nicht springen kann. Oh, wo ist jetzt der Karton? Ach, da. Ich kann hier auch nicht springen. Das ist irgendwie... Ist ja auch leider nicht dafür gedacht. Kann ich den da hinstellen irgendwo? Das wäre was. Einen Karton anklicken, um sich... Guck mal, hier geht das. Dann fällt er dahin. Oh. Na! Oh, was willst du denn hier? Ach, den Karton holen. Das kommt noch einer da an. Jetzt stehen die wieder dann und... Ach, Mann. Lasst euch doch von meinen Kartontätigkeiten nicht ablenken. Ihr sollt doch aufräumen da. Jetzt dauert das nur noch länger da, ne? Jetzt bin ich einmal dabei. Kann ich noch höher springen? Hier auf den Ast drauf. Ey, guck mal, wie hoch ich bin. Aber da komme ich nicht drauf. Hm. Hier hilft mir das auch nichts. Das sind die gleichen Leitern, die gehen nicht. Und was ist, wenn ich jetzt hier den kann ich doch. Na, warte, warte, warte. Zack. Guck mal. Hopp. Dann ist das Phantom und fällt da durch. Das ist ja blöd. Ne? Ja, ja, das ist Papier. Ja, das ist doof. Es kommt wieder bestimmt so ein Hornsel hier anmarschiert. Da hinten läuft er. Da kommt er an. Ihr seid doch nicht ganz sauber. Was soll denn das? Oh, guck mal hier. Da landet das alles, was wir da verkaufen. Ja, die Jürgens muss man für so weit aussperren. Sonst der ist da nicht mehr, der Karton. Na ja, komm. Zurück zur täglichen Normalarbeit. Ach, ihr seid fertig mit allem? Da liegt noch eine Kiste rum. Was ist denn das? Fischstäbchen. Das Problem ist ja jetzt, dass die da hinten stehen bleiben, ne, die Jürgens. Ach so. Deswegen lag der da rum. Habe ich schon wieder einen zu viel bestellt?
So, was haben wir denn noch übrig? Zwei, es sind drei Jürgens unterwegs, die stehen jetzt so richtig doof da rum, ne? Da stehen sie und denken, warum sind wir überhaupt hier hingelatscht? Was wollen wir hier eigentlich? Euch vor der Arbeit drücken. Speichern. Zurück zum Menü. Ist, glaube ich, keine andere Möglichkeit, die da wegzuholen und fortfahren. Und alle Jürgens sind wieder da. Und das Licht ist aus. Habe ich eigentlich die Rechnungen bezahlt? Ja, ne? So. Starten wir noch einen Verkaufstag? Kriegen wir das hin? Ich glaube, ich muss, ne? Geht los. Ich finde das so schade, dass ich hier von den Autos zwar geschoben werden kann, aber ich kann mich nicht da draufsetzen und mitfahren. Weil spätestens an der Ecke ist das dann vorbei. Ist er? Wäre doch prima, hier auf die Fläche setzen und mitfahren. Aber nein, das geht nicht. Aber aus Iowa kommt er. Und weil er komisch lenkt, der fährt mit Tastatur. Guck mal, ich kann schneller rennen, als der fährt. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal tüchtig verkaufen, damit sich hier was lohnt. Na? Man könnte ja noch eine Kasse dazustellen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Regal hier nehme, ne? Und würde das jetzt dahin stellen. Nur mal so für Spaß. So. Und würde dann noch so eine Kasse kaufen. Habe ich das Geld da noch für? Ja. Pass auf. Wenn wir einmal schon dabei sind, Möbel. Warte, ich muss gucken, wie die aussehen muss. Die soll so aussehen wie die. Das heißt also, die Taschen rechts. Die Papiertaschen rechts. Das ist die, ne? Habe ich gerade rechts gesagt und meinte links? Ich meine, das ist doch der hier. 900, das ist teuer. Wupp. Siehst du? Ach, jetzt ist da die Säule. Wieso geht denn das nicht? So geht das. Was wollen die? Ach, schon wieder Probleme hier. Bip, 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 bip. So, jetzt haben wir nämlich noch eine Selbstkasse. Und jetzt gehe ich hier noch ran. Jetzt haben wir da schon drei. Jetzt piepsen sie mich noch öfter raus. Ja, können wir ja sehen, ob das jetzt öfter ist. So, 30, 30. Ja, heute ist immer noch hier der Halloween-Tag. Ich habe so eine Aufnahmesession. Ich mache drei Folgen heute. Also ich habe noch den 31.10. Halloween. Ach so, hier. Fertig. Oh Gott, 2,5. Ob wir wenigstens deutlich über 5 kommen, müssen wir. Ja, klar, das sollte doch klappen. Sicher. Ganz angefangen, um 11:30 ist das erst. Das wird schon. 6:20. Bitteschön. Das sieht so geräumig aus da jetzt irgendwie, ne? Ich denke mal, dass wenn ich die beiden da noch gekauft habe, dass ich dann das Ding ziemlich komplett umgestalte. Das wird ein Haufen Arbeit. Ja. 72:20. So. Wo ist es hier?
Oh, der kauft aber eine Menge hier. 111, 117, 123 Taler, ja. So. Die ganzen Kartoffeln. Und Eis. 6. Flutschfinger. Könnte ich mir jetzt auch so reinziehen, soweit. Zack. 70, 90. Flutschfinger 89. Gab's ja früher, ne? Flutschfinger und brauner Bär und Dolomiti und Minimilk und Himmi Jimmy und Split und Cornetto-Nuss und Cornetto-Erdbeer. Was gab es noch? 47. Dann gab's noch dieses Domino-Eis. Oh, jetzt muss ich überlegen, was gab es denn noch? Cola Pop und Ed van Schleck und Dolomiti. Kennen die Älteren alle, die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Und hier, Elefant, dieser grüne Elefant, aber das war schon so nach meiner Zeit dann. Ja, ja. Ja, du brauchst Hilfe. Mein Freund, dir werde ich helfen, du. So. Acht. Vier, drei haben wir schon auf der Uhr und es ist 14 Uhr. Ja. Am Anfang war immer nur Reis und Mehl, ne? Weißt du. Aber jetzt? Oh ja, nee, das wollen wir nicht. Das ist, wie gehe ich denn jetzt zurück? Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ich habe das schon wieder vergessen. Backspace. 2910, 298. Hä? Ach nee, 9810, schon wieder verkehrt. 9810, sorry. Kann ja mal passieren. Aber ich sehe gerade, wir sind ja bald beim Level 55 angekommen. So viel Lokuspapier, hast Durchfall? Noch nicht, aber wenn die Obladen alle verdrückt, das vielleicht, ne? Ja, vorausdenken macht Sinn. Was war das denn? Ach, das war so ein Seelachszeug. Lachs und Tee und Süßigkeiten und noch ein Hähnchen, ja. 90. Schön, dass einem das Wechselgeld hier nie ausgeht. Und einen Taler zurück. Ja, Fisch mögen sie auch. Die Amis hier, das sieht so nach New York aus, die Gegend, die Straßen, habe ich schon mal gesagt, ne? So 93, so mit diesen Feuerleitern da überall und so und den Eingängen, doch, ja, macht so den Eindruck. Als wäre das so ein, ja, vom Big Apple, ja, ruhig von Manhattan, aber so ein bisschen Außenbezirk, so. ...63,40. Die super teure Mayonnaise. Oh ja, mit drei Selbstgenerkassen läuft ganz gut, ne? Darfst du nicht sagen. Reinigungsmittel, Kelloggs, Pizza, Nudeln, noch eine Pizza, Mehl. ...69,90. 10.000 schaffen wir nicht, ne? Gucken wir mal, 17 Uhr, das wäre ja... Das wäre ein Zeichen, dass da schon einiges mehr geht jetzt mit ein paar mehr Produkten, ne?
Haben wir noch eben ganz spontan noch eine Lizenz dazu gepackt. 1,30. So, 60 Cent. Bitte. Zack, zack. 72,50. Katsching. Ist mir zu leer hier. Was ist das denn? Das geht besser, oder? Üben wir nochmal, ne? Geh nochmal raus, komm nochmal rein und versuch mal, ob das besser klappt. Ja, das ist das schon besser hier. Was du alle in die kleine Papiertüte reinstopfst. 101, 10. 7, 4, 18.30 Uhr. Sechsundvierzig, 40. Und 43,90. Augenblick, ich muss schon wieder laufen hier. Für einmal so ein bisschen ein paar Pommes so. Ja. 171,40, das ist doch mal nicht schlecht. Da haben wir den Level 55. Ein Level 100 ist, glaube ich, das höchste, ne? Ja. 89. Zack. 5 und, ne, da. 410. Kaching, kaching, kaching. So. 32,40. 8,7, 20 Uhr könnte klappen noch, Mitte 10. Könnte noch klappen, aber das ist mir dafür zu leer. Leute, kommt einkaufen. So, 95,80. Ah, noch geht. Kommen noch ein paar Kunden rein. Immer hineinspaziert hier. Wir müssen noch ein Tausender machen hier in der letzten halben Stunde. Knappe halbe Stunde. Also, gebt euch Mühe. Nee, so wird es nicht. 3,70. Halt doch mal deine Karte still. Die hat so rumgezappelt. Ich komm getroffen. Ich muss die Karte ja anklicken. Und wenn die dann da so zappeln, dann ist das schwer. 35,80? Ja, doch. I'm on my way. Hauptsache Sushi. Nochmal Sushi. Jawohl. 9,1, aber wir haben die 21 Uhr schon, das wird nichts mehr. Und so schon mal gar nicht. 15. Aber ich habe nicht gesehen, dass irgendwie einer gemeckert hätte, von wegen irgendwas ausverkauft oder so. Das scheint bis jetzt alles ganz gut zu laufen. 9,3, 9,4 haben wir jetzt. Zweiundfünfzig,10. Hundertsiebenundsiebzig. 9,7, na, wer weiß, mit ein bisschen Glück
ein paar Kunden nur hier sind, könnte das noch klappen. Wenn die gut zuschlagen, alle, könnte das noch was werden. Ja, keine 300 Euro mehr, die noch fehlen. Ist immer so eine gefühlte kleine Hürde, ne? Na? 9,850? Neun 10.040, aber knapp, ne? Da hinten ist noch einer. Ich glaube, das ist der letzte. Ich glaube, jetzt kommt auch keiner mehr. So, können wir zumachen hier. Und dann machen wir schon mal den Abschluss. Klar, 15.470 minus gemacht. Wie kann das passieren? Ja, das will ich noch eben machen, dass wir das nicht verhunzeln hier. Komm, lass noch eben die Preise machen. Das habe ich nämlich so schnell vergessen beim nächsten Mal. Und dann haben wir den Scheiß, ne? Hier. Ja, ist doch geblieben, 2,50. Muss das wohl ganz minimal. So. Da. 27,30. So. Das war's. Gut, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter, dass wir ja erstmal warten, bis die aufgefüllt haben. Das lasse ich jetzt noch einen Moment laufen. Dann haben wir die Zeit schon mal gespart. Ich mache schon mal, obwohl die Funzel ist ja sowieso wieder aus beim nächsten Mal. Kann noch Rechnungen bezahlen eben. Guck mal, haben wir das auch weg. Und dann ist die wieder kaputt, die 10.000. So, lasse ich die noch ein bisschen laufen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann geht's weiter. Bis dann, bye bye und tschüssi.